Oh, da sieht man das andere Gesicht. Er erscheint in einem Lichtblitz und rettet gefährdete Seelen. Sieht aus wie ein Engel, kann aber jener Laune auch als Teufel auftreten. Angel Dog und Neko-Zombie unterhalten sich. Angel Dog steht auf saftiges Geschwätz. Saftig. Ja, gut. Ich glaube, der ist besoffen hinter die Bar getorkelt und dann umgekippt. Ich glaube auch, nämlich. Voll gut. Jetzt ist er wieder vorne. Hä? Okay. Jetzt ist der kleine Mann im Store. Okay, wir haben das ja. Ich werde jetzt mal kurz speichern nochmal. Mal sehen, was passiert. Ich hoffe, das stimmt soweit. Das klingt zumindest nach einem Plan. Ich habe zumindest einen Plan. Und das würde einhergehen, Zeit ist Geld. Ich habe da diese, ne? Ich bin schneller. Er war, glaube ich, auch schneller. Aber ich weiß dann nicht, was ich machen soll. Er ist schon mal einen Schritt weiter. Wir waren ja schon mal mit ihm in der Jagd. Das ist zumindest eine Idee weiter. Zumindest. Mal sehen, was passiert. Das könnte natürlich auch sein. Nicht zu schnell bin. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er die Zeit anhält. Vielleicht. Ich bin gespannt. Wir machen jetzt einfach mal. Hi! Die alte Frau dort macht mir Angst. Ich habe sie nur einmal getroffen, aber... Ist dahinter ein Eingang? Aus irgendeinem Grund konnte ich nicht aufhören zu zittern. Die ist ja doch interaktiv, diese Uhr. Gecko, du musst ziemlich mutig sein. Das bin ich! Um gegen diese Hexe zu kämpfen. Ich bewundere dich dafür. Wer ist... Oh nein. Hi! Was ist los? Du willst also diese Seele? Kannst du behalten, diese Seele ist sehr wertvoll. Kannst du behalten? Willst. Papa hat gesagt, ich soll gut auf sie aufpassen und ja nicht verlieren. Deswegen kann ich sie dir nicht geben. Tut mir leid. Ich sag, du kannst sie nicht haben. Ich kann dir diese Seele nicht geben. Wenn ich sie dir gebe, wäre Papa super sauer auf mich. Diese Seele ist nach meinem Schraubenzieher mein größter Schatz. Sehr interessant. Aha. Mann, wenn die Kamera immer so rum ist, ich peil's nicht mehr. Speichern. Speichern. Ich muss hier runter. Judgment Boy. Mami Dog Bla. Käse. Was haben wir da? Das habe ich mir, glaube ich, schon mal angeschaut, aber bin ich noch rechtzeitig komplett dazugekommen, glaube ich. Ich möchte jetzt keine Kunst- und Handwerksmesse sehen. Vorsicht, Vorsicht. Warum vergeht die Zeit plötzlich so langsam? Bitte jag mich nicht. Ich hoffe, ich drehe den Alter noch nicht wieder durch. Ja, er hält die Zeit an. Lol. Wichtig. Mir fällt ihm auf, dass die Uhren zu den wenigen Gästen gehören, die nicht vor einem wegrennen. Das ist richtig. Es gibt ja noch ein paar, ne? What? Nein! Nein! Nicht Chefkoch! Holy Quacker, fuck Mauli! Ich habe ein Problem! Okay, cool, er schläft da. Lass mich da durch. Moment. Ich wollte halt speichern, ne? Ich wollte erst speichern, bevor ich... Da hinten, stimmt, da ist ja auch ein Speicherraum. Oh, ja. Ja. Da waren wir lange nicht mehr. Ich gehe immer unten hin, ne? Ich muss da lang, oder? Ich muss da lang. Hä? Junge, Jameson. Okay. Pass auf. Und dann probieren wir das jetzt aus. Ich hoffe, das geht. Das ergebe irgendwie alles Sinn.
Mal sehen, was jetzt passiert, wenn wir den Geschwindigkeitstrank nehmen, ne? Sie holt uns nicht mehr ein. Also, entweder er macht was, währenddessen vielleicht. Oder, keine Ahnung, vielleicht muss ich auch irgendwo hin mit ihm. Ich weiß nicht genau. Kann man Glockenmaus eigentlich auch wecken, indem man gegen die Jukebox haut? Oh, ich kann ja klopfen! Oh, shit. Ich hab vergessen, dass ich klopfen kann. Oh nein, jetzt habe ich noch mehr. Oh nein. Was ist, wenn wir damit was machen müssen? Nein, ich... Oh Gott. Scheiße. Aber was passiert denn dann? Oh, TV-Fisch! Ach, wie cool! Ich vergesse so sehr, dass es Klopfen gibt. TV-Fisch? Oh, wie cool! Tot. Er hält was in der Hand. Hä? Fischleben. Ein Buch. Hä? Hey, Lucifer, dankeschön. wie gut. Das hat was gebracht. Lol. Jo, wie gut. Cool. Ich habe ein kühles Getränk gefunden. Was zur Hölle? Ja, ne? Krass, oder? Was ist denn hier los? Weißt du was? Das Buch safe ich mir kurz, oder? Oder? Nee, doch nicht. Passt schon. Pass auf. Wobei, ich will ja was machen. Ich weiß ja nicht, was passiert. Also, fuck. Okay, doch. Moment. Ich safe mir das kurz. Ich hoffe, das reicht zeitlich noch. Nicht, dass er gleich aufwacht. Oh, ich mach Folgendes. Ich speichere das einfach drunter. Ich wusste, dass man damit TV-Fisch beschweren kann, aber nicht, dass man hier nochmal Sachen abnehmen kann. Ja, siehst du mal. Ich dachte, ich mach das mal. Wenn er schon tot ist, quasi, klicke ich ihn mal an. Vielleicht hat er irgendwas. Und tatsächlich hat er was. Voll gut, ich wusste das ja auch nicht. Super gut. Ja. Und so. Ja, guck. Sollte da was nicht passen, habe ich jetzt noch so einen zweiten Safe. Voll cool. So, jetzt kann ich auch das Buch, ist egal. Wir gehen jetzt erstmal zu Glockenheimer. Er schläft noch. Er hält etwas in der Hand. Ja, vor allem, ne? Welche Hand? Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich sag mal Hallöchen. Was kann ich für... Ja, was? Genau, du bist jetzt... Stop right there. Isn't that my son, Screwdriver? Das scheint ja auch richtig zu sein, auch vom Geräusch, auch vom Text. Return it to my son at once. Er macht das jetzt? Da versucht er ja schon ja irgendwas, aber... Wie schnell ist er? Ist er noch da? Ja. Hey, der ist ja arschlangsam. Das ist das einzige Item, das irgendwie sich mit der Zeit... Neben der Zeitfrucht, ne, irgendwie mit der Zeit beschäftigt. 30 Minuten, eine Zeit lang, bla, das ist auch ein Zeitding, keine Ahnung. Kathleen, du Arsch! What? 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 What the fuck? Er hat die Zeit schneller gemacht. Was? What the fuck? What the fuck, Alter? Was denn jetzt? Time is money.
Ja, das war wohl nichts. Aha! Das war nicht verkehrt. Und jetzt? Scheiße. Wie gut war das denn gerade? Was zur Hölle? Gut, der flackt jetzt da. Was jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich hab mal in der Tasche des Glockmasters gewühlt. Ich hab goldene Stoppuhr gekriegt. What? Ich kann nicht weiter. Goldene, mysteriöse Uhr, die die Zeit nach vorne verschiebt. Jetzt bist du der Zeitmeister. Scheiße. Man kann die Gäste beklauen? Ja! Ja! in dem Fall, ja. Okay, was jetzt? Der Kleine hat die Seele. Hab mir jetzt aus Krankheitsfrost Pokémon bestellt. Strahlender Diamant? Leuchtende Perle? Jetzt kann ich besser schreien. Supergeil! Super. Welches von meinen hast du geholt? Wie cool. Meins ist auch vorbestellt, aber ich habe noch keine Benachrichtigung, dass verschickt ist, Manu. Diamant, ja Mann, sehr schön. Same here. Diamant, beste. Gut, also der flackt jetzt da in der Gegend rum. Ja, und jetzt? Das war schon mal ein großer Schritt vorwärts. So, das war ja schon mal richtig. Was mit Perl? Echt so. You are in the garden right now. Er liegt in der Gegend rum. Ich bin sogar noch schnell. Okay, cool. Ich habe ja jetzt gerade einen zweiten Spielstand gesafelt. Hey. Mach ich nämlich so. Hä? Schlau. Jetzt kann ich Dinge ausprobieren. Okay. Nein, Kaktusman. That's not so good. Verdammt. Kaktusman bleibt scheinbar liegen. Was gut ist. Also irgendeine Aktion fehlt jetzt. Hä? Clockboy ist weg. Er ist im fucking Keller! Hä? TV-Fisch sieht auch aus, als hätte er eine Seele. Hä? Wait, das ergibt keinen Sinn. Nee, man sieht die Seele ja gar nicht. Okay, aber wieso tust du diese? Die kommen ja auch immer rausgerannt, wenn dich wer verfolgt. Hören die Musik? Ich glaube auch, Mann. Ich glaube auch. Nee, wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, die Geräusche oder so. Die hören das halt wahrscheinlich, wenn... Keine Ahnung, Verfolgungsjagd. Ich weiß nicht. Aber es ist... Wie funktionieren die Gäste eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist halt dieser Trigger aktiv. Von wegen, ja, Verfolgungsjagd, dann kommen alle im Umkreis mit. Finde ich aber voll spannend auch, wie die funktionieren so. Oh! Ja, ich auch! Halt deine Schnauze! Hey, ich mach nichts! Ja, ja, klar, die sind ja darauf getriggert, dass sie Geräusche hören. Also auch Schritte. Also wahrscheinlich hören sie... Wahrscheinlich ist es sogar so, dass sie deine Schritte hören und kommen dann direkt raus oder so. Ich weiß nicht genau. Die sind ja ziemlich auf Geräusche fixiert. Das ist echt cool. Ihr gehört das, Gecko? Manöke ziemlich große Probleme hat. Ey! Ich hab keine Probleme. Ich frage mich, ob der Junge okay ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mir geht's gut, glaub mir. Mir geht's gut. Ich habe keine Probleme. Ich kann jederzeit aufhören zu spielen. Ich habe keine Probleme. Hm. Warte, was? What the fuck? Mm.
Was war denn das gerade? Habt ihr die Textbox gesehen? Ich hab's kaputt gemacht. Leute, ich hab einen Bug gefunden. Ups. Hab's Spiel kaputt gemacht. Och, Gecko. Ja, was kann ich so für? Mann, oh, so eine Scheiße. Ja, was ist das kaputt? Es tut mir leid. Was ist mit Absicht? Bitte reden Sie nochmal. Dieser Urmeister ist erstaunlich. Man sagt ja keine Zeit und alles anhält. Dann stimmt das. Der alte Urmann, wenn er die Beherrschung verliert, dann ist es vorbei. Hätte die Zeit an, ich konnte es nicht glauben, cool. Ja, Spiele zu zerstören. Manu. Gecko, der Game-Zerstörer. So. Where is the little boy? Here right now. What the fuck? Er ist bei Roulette. Boy! Also lang, also Glockenheimer, McClock liegt ja immer noch in der Gegend rum scheinbar, was gut ist. Oder der liegt doch noch rum. Ja. Nein! Das ist oben in der Lobby! Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Nee, Frucht der Zeit. Nee. Das ist schlecht. Oh, das ist sehr schlecht. Du weißt jetzt, wie er tickt, weil Uhr. Hä? Was soll denn das? Ist denn jetzt so? Ja. Ich weiß jetzt, wie er tickt. Weiß es ganz genau, ja, tu nicht so. Hä? Fischleben. Scheiße. Irgendwas fehlt mir noch wohl. Das war ja wohl nicht falsch. Was nun? Okay. Ja gut, ne? Nein, nicht der Hackbraten. Nicht der Hackfleisch hast du. Fuck! Er ist so schnell, er ist jedes Mal so schnell. Wieso bist du so schnell? Hör auf, so schnell zu sein. Nee, nee. Oh, meine Fresse. Hilfe. You're too slow. Help. Der Koch hat Bock. Ja, ich will meinen Gecko-Schwanz kochen. Was soll denn die Scheiße? Weil er so edel und begehrt und lecker und so ist. Verdammt mich! Verdammt, sei mein Gecko-Schwanz voller nährstoffreicher Nährstoffe. Was? Ausgabe 1 seiner Illustrierten über Kabelfernsehen lesen, um Gott zu verbessern. Ich habe die mysteriöse Uhr. Jetzt bist du der Zeitmeister. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Da ist es niemand im Garten. Ich kann so und so gehen. Okay. Warte mal.
Hier ist ja auch eine kleine Küche so, ne? Na gut. Kurz, sorry. Mist. Warum ist... Mann! Ich kann keine rauchen. Warum merkt man, dass ich krank bin? Ich kann keine rauchen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so schlimm. Sorry, aber... Augentropfen. Oh. Einfach Sonic ist so. Der Chefkoch ist sowas von Sonic einfach. 3. Stimmt, diese Zimmer sind noch sehr skurril. Ist zwar eine miese Sache, dass du keine rauchen kannst, aber ich finde es gar nicht mal so drastisch. Naja gut, Lehrer B. Hängt bei mir nur Twitch gerade rum? Puffert das wie... Was zum Fick, was war denn das? Das ist Belasto, richtig. Kannst du triggern, ne? Achso, wir zeichnen Belasto! Klopf, klopf. Ja, Lucifer, wer ist denn da? 1, 2, 3. Hm. What? Jetzt bin ich doch mal in diesem Zimmer. Ich habe aber mir immer noch nicht getraut, irgendwas anzu... Mach ich jetzt. Hier sind... Das ist halt wirklich ein... Einfach nur Kräuterzimmer. Das meinte ich nicht mal. Ach so!